Sicherheitslaserscanner S300 Mini gewinnt den GIT Sicherheits Award 2012. Thorsten Rapp von der Division Industrial Safety Systems bei SICK berichtet im Interview mit SICK Insight von den besonderen Möglichkeiten des S300 Mini und der Preisverleihung im kleinen und großen Rahmen. Herr Rapp, wie ist das Gefühl, wenn eine Fachzeitschrift mit über 90.000 Lesern die besten Lösungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit wählen lässt und man dann zum Sieger gekürt wird? Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir in dessen, was der Markt benötigt und wie die Trends am Markt sind, derart bestätigt worden sind. Wir sind gewählt worden von den Lesern der Fachzeitschrift Sicherheit und Management. Wir sind gewählt worden von der Jury, welche besteht aus Experten des TÜV und des ZVEI. Und letztendlich zeigt uns der große Markterfolg des S300 Mini am Markt, dass wir mit unserer Einschätzung, was der Markt benötigt, genau richtig liegen. Von welchen Trends sprechen Sie genau? Und wie wird man zum Trendsetter? SICK war schon immer Trendsetter im Bereich von sicheren Laserscannern. Denken Sie nur an die Ausstattung von Laserscannern mit sicheren Encodern oder auch an die Umschaltung von Schutzfiltern. Mit diesen Maßnahmen haben wir erreicht, dass Maschinen effizienter werden. SICK ist Marktführer geworden durch Zuhören im Projekt und durch Unterstützen. Wir haben die gewonnenen Erkenntnisse in spätere Produkte eingedesignt, die dann allen Kunden zugute gekommen sind. Im Falle des S300 Mini setzen wir die Bedürfnisse nach Miniaturisierung und hoher Funktionalität um. Warum ist Miniaturisierung auch in der Sicherheitstechnik ein Trend? Die Miniaturisierung ist in unseren Augen ein klarer Megatrend. Denken Sie beispielsweise an kleine fahrerlose Transportsysteme, an automatisch geführte Karts, an zellulare Fördersysteme, wie sie auf der CeMAT 2011 zu sehen waren, oder auch an Service-Roboter. Die Größe des Sicherheitslaserscanners ist hier klar entscheidend für den Erfolg dieser Applikationen. Der S300 Mini mit seinen 116 mm Baugröße liegt hier genau richtig. Der S300 Mini wurde entwickelt für einfache Lösungen, aber auch für komplexe Anwendungen, die eine hohe Flexibilität erfordern. Ist das nicht ein Widerspruch? In unseren Augen ist das kein Widerspruch, Herr Heiden. Wir bieten Ihnen den S300 in zwei Varianten an. Die erste Version, das ist der S300 Mini Standard, der über einen Feldsatz verfügt. Das bedeutet, das ist ein Schutzfeld und zwei Warnfelder. Damit sind Sie ausgestattet, um einfache Aufgabenstellungen sehr einfach und sehr kostengünstig lösen zu können. Die zweite Variante ist der S300 Mini Remote. Diese Version können Sie direkt mit der Sicherheitssteuerung FlexiSoft verbinden. Sie haben somit die Möglichkeit, bis zu 4 Laserscanner mit der FlexiSoft zu verbinden und somit auch komplexe Aufgabenstellungen in der Sicherheitstechnik sehr einfach lösen zu können. Vorteil dieser zentralen Anbindung ist ein sehr geringer Installationsaufwand und damit geringe Installationskosten. Da hat der S300 Mini den GIT Sicherheit Award ja aus guten Gründen gewonnen. Wann und wie wird gefeiert? Auf der SPS erfolgte die erste Preisverleihung im kleinen Rahmen. Die offizielle Auszeichnung fand Anfang März in Waldkirch statt. Übrigens gemeinsam mit unseren Kollegen, die zeitgleich den ersten Platz gemacht haben für ihren Laserscanner, der eingesetzt wird für Security-Anwendung, das bedeutet Sachschutz. Wir haben etwas gefeiert, allerdings nicht zu lange, denn wir arbeiten mittlerweile schon an der nächsten Innovation. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum Erfolg des S300 Mini und danke für das Gespräch.